Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Durch die Adventskalender sind hier auch ganz spezielle Marken bei mir eingezogen, wo ich mir dann das ein oder andere noch nachgekauft habe, um ein Fullface schminken zu können. So auch heute. Ich habe hier ein Fullface Nui Cosmetics für euch. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, also ich habe hier ganz, ganz viel aus den Adventskalender und dann noch allerhand aus so Sets oder vom Adventskalender vom Jahr davor oder halt Sachen, die ich mir halt so gekauft habe, wie zum Beispiel die Foundation, die findest du ja so nicht im Adventskalender drin. Und ich bin sehr gespannt, wie die Produkte in meinem Gesicht performen werden. Und das ist vegan, das ist Naturkosmetik und das ist ohne Konservierungsstoffe. Das heißt, die meisten Produkte sollte man dann auch dementsprechend zackig aufbrauchen, sonst könnte man da ein kleines Problem bekommen. Ich starte mit der Glow Wonder Face Cream, wie heißt die? Hahana, als Primer. Also ich habe jetzt keinen expliziten Primer gekauft, aber das war im Adventskalender und da habe ich mir gedacht, komm, das macht doch auf jeden Fall Sinn. Okay, sehr seidig, ne? Das gebe ich mir jetzt einfach mal komplett aufs Gesicht. Du kannst natürlich auch eigentlich immer so gute Face Cream als Primer verwenden. Ja, es riecht leicht kräuterig und im Adventskalender hatten wir ja auch Pflege drin, die ich auch schon zum Teil aufgebraucht habe. Da könnt ihr gerne mal bei mir in den Aufgebrauch-Videos vorbeischauen. Ich kann euch das mal zum Beispiel eins hier im i verlinken. Zum Beispiel Haarpflege hatten wir ja auch drin, ne? Und das war von der Qualität okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich muss jetzt unbedingt das in der Full-Size nochmal kaufen. Weil dafür wäre es dann halt doch irgendwie ein Stück weit zu teuer, ne? Okay, also, ich habe mir die jetzt im Gesicht aufgetragen. Der Hals muss auch noch ran. Ich brauche relativ viel, weil das doch recht derbe einzieht. Ich habe ja auch eine sehr trockene Haut. Wir haben es jetzt abends. Ich habe heute Morgen meine Hautpflege gemacht. Und also scheinbar braucht meine Haut dann doch noch ein bisschen mehr davon, ne? Bei der Cream habe ich jetzt nicht irgendwie tatsächlich so einen richtigen Glow-Glow im Gesicht, sondern es sieht einfach nur gepflegt aus. Also es ist mit Feuchtigkeit versorgt, auch wenn jetzt die Creme wirklich schnell eingezogen ist. Ja, fühlt sich aber erstmal so weit so gut an. Dann schauen wir mal, was die Foundation so kann. Und ich bin ja so ein kleines Reimemonster und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass ich auch ein Buch rausgebracht habe, jetzt gerade, das ist hier Vergangene Verse, findet ihr im Pelletier-Verlag. Und passend dazu gibt es hier noch meine Gedanken. Das ist so ein 5-Minuten-Tagebuch, wo ihr dann eure Gedanken reinschreiben könnt, die sich so über den Tag ergeben haben. Und also hier sind aber schon vorbefüllte Geschichten, sodass das relativ schnell funktionieren sollte. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch die Bücher mal verlinkt. Also den Link zum Pelletier-Verlag findet ihr auch dort. Und damit würdet ihr mich auf jeden Fall supporten, wenn ihr mögt. Dann habe ich hier die Foundation, die Liquid Foundation in der Farbe 1, Intense Canapa. Und meistens habe ich auch bei Foundation so ziemlich die hellste Farbe. Okay, die ist relativ flüssig. Das sieht auch gar nicht mal so super, super hell aus. Ich bin gespannt, wie die sich jetzt gleich auf dem Gesicht machen wird. Die sieht wirklich gar nicht mal so passend aus. Mal gucken. Die Pinsel, die ich verwende, sind von Luvia und das sind halt auch Pinsel, die ich immer wieder gerne empfehlen möchte. Nö, das passt farblich tatsächlich besser als im ersten Moment gedacht. Das ist gut. Und wenn ich gerade nicht so eine hormonelle Geschichte in meinem Gesicht hätte, würde das mir auch wirklich von der Deckkraft her für den Alltag reichen. Das ist eine super, super, super leichte Deckkraft. Du siehst sie kaum auf dem Gesicht, da habe ich einen Krümmel. Und es ist eine leichte Perfektionierung, was die Foundation macht. Aber ich finde sie gut, also jetzt so im ersten Moment. Ne? Das macht eine gute Sache. Ich würde sie jetzt gegebenenfalls gerne mal ein bisschen aufbauen, um zu gucken, ob das funktioniert und ob die Deckkraft vielleicht dann auch ein bisschen erhöht wird. Die riecht auch irgendwie so ein bisschen angenehm cremig, also ganz, ganz toller Duft, mag ich gerne leiden. Ich weiß nicht, ob die Produkte parfümiert sind. Ich glaube eigentlich nicht, ne? Aber das gefällt mir. Also angenehmes Gefühl, angenehmer Geruch, angenehmes Finish, lässt sich tatsächlich auch ein bisschen aufbauen, ne? Schöne Foundation. Ich sehe zwar jetzt nicht unbedingt Pinselstriche im Gesicht, aber ich hatte jetzt in dem Adventskalender auch dieses Schwämmchen mit dabei, was irgendwie in der Mitte nicht wirklich fluffig werden wollte, aber egal. Ich habe es halt unterm Wasserhahn eben mit warmem Wasser wirklich lange angefeuchtet, aber irgendwie wollte der Kern jetzt eben nicht so super soft werden, aber das ist nicht schlimm. Wir gucken mal, wie das dann jetzt hier auf dem Gesicht funktioniert. Fühlt sich angenehm an, weil der sehr feinporig ist.
Ja, schöner Schwamm, schöne Foundation, so kann es weitergehen, ne? Beim Concealer, achso, ich muss ja eben mal ein bisschen hier sauber machen. So geht das nicht, Sammy, so geht das nicht. Dann habe ich hier nämlich den Concealer in der hellsten Farbe, da bin ich sehr gespannt. Die Farbe ist 1 Kamaka, dieser Cream Concealer. Nui hat diese Concealer halt in solchen Creme-Pöttchen, ne? Das ist halt hier einfach, ja, relativ fest. Und ihr seht, dass das eigentlich dunkler ist als die Foundation, aber wir gucken mal. Oh, relativ fest von der Oberfläche her. Also das ist ein neues Produkt, was ich jetzt, ich glaube, bei Flaconi oder bei Douglas gekauft habe. Okay. Die Oberfläche wird so komisch. So ein bisschen, ich weiß nicht, ihr seht ja auch die Bubbles da drauf, ne? Ich habe jetzt was auf dem Finger. Kann ich mir ja schon mal so ein bisschen auftragen. Ich denke, dass das am besten mit dem Finger funktionieren könnte. Körperwärme und so, ne? Das ist bei solchen festen Produkten manchmal ganz, ganz gut, wenn man das halt macht. Die Farbe passt wirklich deutlich besser, als ich das vorher gedacht habe. Also das ist sehr, sehr positiv. Und dafür bin ich ja auch da, ne? Dass ich euch dann ja auch die Farben zeige. Und manche orientieren sich dann ja auch so ein bisschen an meinem Teint, dass man dann auch schauen kann, ob das für einen selber passt. Und anhand meiner Freds sieht man auch, dass die Deckkraft sehr, sehr gut ist. Also nicht gut im Sinne von, ne? Sie ist halt hoch. Und damit kannst du ordentlich was abdecken. Das ist schon mal echt positiv. Man nimmt sich einfach was auf den Finger, tapert ein bisschen auf dem Gedönsen rum, was man gerne abgedeckt haben möchte. Und das verschwindet. Das finde ich schön. Also ich bin da gerade sehr, sehr angetan von. Als nächstes habe ich hier einen Cream Blush. Hast du eine Farbbezeichnung? Pititi. Genau, schaut so aus. Und den würde ich mir auch gerne auftragen. Nimm den Pinsel und ja, mal dann hier oben so ein bisschen drüber, dass ich meinen Pinsel damit auflade und trage mir den dann. Hui, da ist die Pigmentierung wirklich auch sehr intensiv auf meinem Gesicht auf. Und Cream Blushes sind wirklich eine ganz nette Geschichte, wenn man auch zu trockener Haut neigt, so wie das bei mir der Fall ist, weil das einfach, ja, sich, es sieht einfach vom Finish her dann viel natürlicher aus und setzt sich nicht so in Fältchen bzw. betont Fältchen nicht so und macht irgendwie noch so ein viel frischeres Bild, als es ein Puderblush machen würde. Ah, okay, wenn man den verblendet, wird er auf jeden Fall zurückhaltender. Also er ist immer noch da, auf jeden Fall, aber er ist nicht mehr so erschlagend wie jetzt im ersten Moment. Das heißt, ein bisschen baue ich mir den hier einfach noch auf, weil ich gebe ja auch ein bisschen Puder gleich drüber, sodass ich den trotzdem dann noch durchscheinen sehen könnte. Denn die Puder, die ich hier habe, haben auch eine ganz leichte Deckkraft. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wenn man halt Cream, ja, Highlighter und Cream Blush drunter verwendet, dass man nicht zu wenig nimmt, weil ansonsten verschwindet das halt recht schnell dann, ne? Jetzt nehme ich mir den Highlighter. Den habe ich hier, oder das ist dieser Sunkissed Multistick in der Farbe Iraya. Hier war ich, als ich mir den gekauft habe, ein bisschen erstaunt darüber, dass der relativ nicht so schön innen drin aussieht. Ne? Also an Optik muss meiner Meinung nach Nui halt noch ein bisschen arbeiten, dass die Produkte, wenn sie dann bei den Konsumenten ankommen, vielleicht etwas hübscher aussehen oder sie halt irgendwie sauberer verarbeiten. Ne? So meine Einstellung. Ich habe das jetzt mit dem Finger aufgenommen und trage mir das einfach hier auf die zu highlightenden Positionen auf. Der ist ein zu dunkel, aber ich glaube, das war auch die hellste Farbe, die ich so finden konnte. Aber er sieht an und für sich sehr, sehr hübsch aus. Und ich freue mich immer, wenn die Produkte, die ich kaufe, die ich euch vorstelle, die ich ja in Adventskalender drin habe, wenn die einfach funktionieren. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie nach der Benutzung sagen muss, das halbe Fullface kommt wieder weg, das wäre natürlich schade. Also bislang, alles, was ich auch so auf dem Gesicht habe, finde ich wirklich gut und bin sehr, sehr, sehr happy damit, ne? Gut, jetzt verwenden wir Puder. Ich habe zwei verschiedene. Eins habe ich mir, ich glaube, gekauft oder war das im Adventskalender? Das ist das Natural and Vegan Setting Powder in der Farbe Paracore. Das ist dieses hier. Und dann hatten wir nochmal eins in einem Glossybox Adventskalender vor einem Jahr, glaube ich, drin gehabt. Okay, erstmal habe ich dieses hier. Das sieht auch farblich wirklich sehr angenehm aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Und ich habe eigentlich gar nicht so dieses Ultra-Bedürfnis, hier irgendwas groß abzupudern. Ich nehme jetzt hier den Pinsel, der auch im Adventskalender mit drin war, und ja, gehe ganz leicht damit über mein Gesicht drüber. Ach so, und unter den Augen verwende ich natürlich den Puffel, der auch mit dabei war. Der war auch im Adventskalender, am besten ohne Sammys Haar.
Dann nehme ich da ein bisschen was mit der Spitze auf, ne? Arbeite das ein bisschen in meine Handinnenfläche ein und sette damit den Concealer unter meinem Auge und auch auf meinem Auge, sodass da nichts in irgendwelche Fältchen reinkrümmelt. Ist ein solides Puder, ne? Also das macht so einen leichten Weichzeichner und gefällt mir definitiv. Und jetzt verwende ich als nächstes das Puder, was ich auch schon länger da habe, Nui Cosmetics Setting Powder in Transparent. Das hatten wir, wie gesagt, mal in einem Glossybox Adventskalender drin. 2022 müsste das gewesen sein. Das ist ein bisschen heller, finde ich persönlich auch etwas besser für mich. Ich habe den Pinsel ein bisschen sauber gemacht neben mir. Und hier mache ich das genauso wie auf der anderen Seite auch, nur halt dann mit diesem Puder. Ach so, und unter den Augen dann natürlich auch wieder mit dem Puffel. Also zum Abpudern finde ich diesen Pinsel jetzt nicht so optimal. Ich glaube, der ist halt dann wirklich gleich eher so für den Bronzer was. Aber ich persönlich mag das Transparente ein bisschen lieber. Ist eine absolute Präferenzgeschichte, ne? Also ja, das sieht einfach farblich ein bisschen besser aus. Ja. Bei beiden scheint der Glow vom Highlighter noch durch. Man sieht den Blush auch auf beiden Seiten noch durch. Bei beiden sieht es einfach gesund und natürlich aus von der Base her, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und jetzt habe ich hier den Bronzer, der Pressed Bronzer in der Farbe 1 Komaru. Ich glaube, der war auch im Adventskalender drin, wenn mich nicht alles täuscht. Oder er war in irgendeinem Adventskalender, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Farbe. Wir haben hier... haben wir ein mattes Produkt oder ein glowy Produkt? Ich würde sagen, das ist ein... eher mattes Produkt, aber nicht ganz totmatt. Mal gucken. Auch hier mit dem Pinsel wieder reingehen und vorsichtig auftragen. Der ist doch im ersten Auftrag gar nicht so schwach pigmentiert, lässt sich aber schön ausblenden. Und ich finde, der macht eigentlich wohl ein ganz gutes Ergebnis, ne? Kann sich definitiv sehen lassen. Ich bin nur einfach kein Fan von diesem Pinsel, aber da kann einfach der Bronzer ja nichts für. Deswegen nehme ich jetzt auch mal einen Luvia, ne? Lässt sich halt viel schöner so dann direkt verblenden und sieht irgendwie einfach natürlicher aus. Das ist eher so mein Vibe und das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Wofür sich dieser Pinsel aber durchaus sehr gut eignen wird, ist, dass ich hier einmal reindippen werde oder ein paar Mal mehr. Und mir einfach den Bronzer schon mal in die Lidfalte gebe, denn ich habe nicht wirklich Lidschatten oder sowas von Nui. Das heißt, ich werde damit so ein bisschen anderen Produkten, nennen wir es mal tricksen, ne? Kann man dann direkt hier auch schon über die Schläfe in den generellen Bronzer mit reinblenden und dann sieht das wirklich relativ natürlich aus, ne? Das mache ich im Alltag auch ab und an mal ganz gerne. Und ja... schönes Produkt. Also den Bronzer, den finde ich auch sehr hübsch. Dann verwende ich etwas, was ich glaube ich auch schon im Fullface Adventskalender verwendet habe. Hier von Nui, das Augenbrauen Gel müsste das sein. Brow Sculpt in der Farbe Reo. Eine Farbe, die gar nicht mal so wenig passend war, um ehrlich zu sein. Und wie gesagt, das ist eine Augenbrauenpomade oder Augenbrauenpomade. Und da hat Nui auch in dem Adventskalender einen dafür passenden Pinsel mit reingepackt. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir gar nicht so super viel Produkt davon gebraucht haben. Also im Prinzip einmal so ein bisschen reindippen und dann in die Augenbraue reinblenden. Und schon hat das relativ gut funktioniert. Also die Augenbrauenpomade in Rio ist vielleicht ein Müh zu rot für mich oder zu warm für mich, aber an und für sich gefällt die mir richtig, richtig gut und das hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich, was Augenbrauenpomaden angeht, jetzt nicht so den Vibe, also das ist nicht so meins, ne? Aber die hier gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, Gott sei Dank. Ich hatte in dem Adventskalender hier so ein Lippenöl drin. Das stand hier bei mir auf dem Tisch, genauso wie auch dieses Lippenöl hier von Nui. Und die sind beide hart geworden. Also da muss man wirklich die Produkte vielleicht vorher erwärmen, bevor man die verwendet. Am besten in eine Hosentasche packen oder so. Ich habe schon gedacht, ey, nicht, dass sie jetzt gekippt sind, weil das wäre bitter. Ich verwende jetzt hier aus dem Adventskalender dieses Lippenöl. Und das ist einfach das Hydrating Lip Oil. In der Farbe, hat keine Farbe. Das sah nämlich ganz verrückt aus, hatte ich eben auch kurz... Oh, jetzt habe ich hier rumgespitzt. Na toll. Hätte ich mir auch denken können, ne? Hat jetzt nicht so die Farbe. Oh nein, jetzt ist es mir ausgelaufen. Okay, ich versuche es mal kurz zu reinigen. Ja, es ist jetzt halt sehr flüssig, dadurch, dass ich das auf die Heizung gelegt habe, ne? Okay, jetzt nicht wie einen kurzen nehmen, sondern auch die Lippen. Okay, ja. Aber nur so als kleiner Tipp, falls ihr das da haben solltet. Das andere, was ich hier habe, ist aus dem Set. Das ist auch fest geworden. Also da habe ich eben nämlich den Applikator rausgezogen und das war einfach komplett hier alles hart drin.
eben dadurch, dass keine Konservierungsstoffe drin sind und so, kann es halt passieren, dass die Produkte hart werden, weil da halt entsprechende Öle und so drin sind. Ja, es riecht aber auch alles soweit so gut. Fühlt sich jetzt toll auf den Lippen an. Das ist einfach ein ganz leichtes Lippenöl, was die Lippen pflegt und das tut mir gut. Ja, ein Augenbrauengel habe ich jetzt so nicht, aber dann lasse ich die Augenbrauen einfach so wild, wie sie sind und verwende jetzt die Augenprodukte, die ich da habe. Also ich habe ja schon ein bisschen Bronzer in der Lidfalte drin, vielleicht muss ich da gleich noch ein bisschen nachlegen. Ich habe jetzt hier auch noch ein Golden Glow Eyeshadow Pencil, das ist dieser hier. Und da bin ich jetzt mal ja einfach gespannt, wie generell ja schon die ganze Zeit, wie das jetzt so auf meinen Augen sein wird. Ich hatte ja auch in einem Adventskalender so einen Smudger-Pinsel mit dabei. Vielleicht kann ich das in den Kombi verwenden. Bei einem Eyeshadow-Pencil würde ich jetzt denken, dass ich mir den einfach so auf mein Auge geben kann. Okay, au, das ist schon sehr hart. Vielleicht hier erstmal so an der Hand erwärmen. Ja, das ist ein wunderschöner Goldton, ne? Das ist, oder so ein grünen Goldton fast schon. Ist jetzt nicht super cremig oder so. So musst du halt natürlich keine Angst haben, dass er dir in die Lidfalte rutscht. Aber mein Vibe ist es nicht, weil ich halt auch ein bisschen sehr empfindliche Augen habe. Sodass das schon so ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt doller drücke und so, sich nicht ganz so gut anfühlt. Ist vielleicht dann eher so für den Innenwinkel gedacht, aber für mich wäre es im Innenwinkel zu dunkel. Nee, wird angespitzt, wird weitergegeben, ist nicht mein Vibe, mag ich nicht so gerne. Okay, aber wir möchten trotzdem ja noch einen Augenlook hier rausholen. Also nehme ich hier ein Augenpinsel in der Farbe Corhi 2. Das ist einfach ein Kajalstift, wo du hier einmal so ein Schwämmchen hast, um das Ganze halt ein bisschen besser zu verblenden. Ein Hundehaar von Sammy hatte ich hier in der Hand, der liegt auch neben mir, weil draußen wird noch geböllert, ne? Und das hier ist wirklich so ein Braunton. Und damit möchte ich jetzt so ein, ja, keine Ahnung, so eine Art smoky Look erzeugen, indem ich mir das halt so ein bisschen eyeliner-technisch, aber gröber eyeliner-technisch auftrage und ich merke, dass es funktionieren kann. Das heißt, ich ziehe mir hier einen Wing, mal ein bisschen grob rum, auch so ein bisschen auch schon auf dem Wimpernkranz. Das sieht wild aus, ne? Und dann nehme ich mir hier das Schwämmchen, um das Ganze halt zu verblenden. Okay, das Schwämmchen ist relativ hart. Ja, ist jetzt einfach so ein Smoked Wing. Ich finde, ich hätte euch auch näher ranholen können, egal. Es ist jetzt ja auch nicht jetzt super spektakulär, was ich hier treibe. Ich finde es auf jeden Fall für den Alltag so echt süß, ne? Und habe ja noch ein bisschen was an der Spitze, was ich mir dann auch an den unteren Wimpernkranz geben kann. Also kein neues Produkt, weil dann wird es wahrscheinlich zu dunkel werden. Aber wie gesagt, das Schwämmchen ist schon recht kratzig, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt im Alltag ganz gut so funktionieren kann, weil das jetzt wirklich sehr simpel war. Ich muss euch leider verraten, dass der Concealer jetzt am Creasen ist, was ich leider schade finde. Aber mal gucken. Ich gehe da jetzt hier mit dem Puffel so einfach drunter her. Zack. Ne? Ja, es ist kein spektakulärer Look, den ich jetzt drauf habe. Ich habe jetzt noch einen weiteren Kajal auch von diesen hier in einem Schwarz einfach. Das ist der Vöri. Die haben auch einen Namen, oder? Total verrückt. Und den setze ich mir jetzt auch so ein bisschen außen drunter, um das Ganze noch mal ein bisschen zu intensivieren vielleicht. Genau, mal gucken. Und dann nehme ich mir das Schwämmchen, um das Braun und das Schwarz ein bisschen besser miteinander zu verbinden. Ich nehme jetzt noch ein bisschen den Bronzer, dass ich da meine Lidfalte noch etwas verdunkeln werde. Und dann noch ein bisschen Highlighter in den Innenwinkel, also von dem Cream Highlighter. Ja, also jetzt mit Highlighter und ein bisschen mehr Bronzer gefällt mir der Look. Ich finde ihn tragbar, man kann es auf jeden Fall so machen. Und ich finde, ich habe jetzt wirklich einiges aus den Produkten rausgeholt, aber ich denke, viel mehr kannst du damit jetzt auch nicht reißen. Ne? Einfach so als meine Einschätzung. Trotzdem sind es Produkte, die ich gut finde, bis auf den goldenen Lidschattenstift. Ja, also auch vor allem, ich bin ja kein Kajal-Fan, aber die Kajals mag ich eigentlich ganz gerne. Die haben sich jetzt ganz gut auftragen und verarbeiten lassen. Und jetzt kommt ihr mal ein Stückchen näher, denn jetzt kommen wir zur Mascara. Um aber Chancengleichheit für alle Mascaras bei mir zu haben, verwende ich hier meine Wimpernzange von Catrice eigentlich jedes Mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns diese Mascara auf die Wimpern bringt. Ich glaube, das ist sogar die Originalgröße mit 7,5 ml. Das ist die Mascara Pango. Und ich hatte die auch schon da und dachte, meine wäre nicht mehr gut und habe sie dann auch entsorgt. Jetzt habe ich die hier aber gerade neu aufgemacht, also aus der Verpackung neu rausgenommen.
Die ist einfach exakt genau so trocken. Naja, mal gucken. Die schaut auf jeden Fall so aus, hat ein ganz unspektakuläres Faserbürstchen und relativ fest das Produkt dran. Riecht ganz angenehm nach Mandel oder so, ne? Dann schauen wir mal, was sie auf den Wimpern anstellt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also, es ist in meinen Augen und auf meinen Augen auch so eine typische Naturkosmetik-Mascara. Also, sie färbt super leicht einfach nur die Wimpern ein und gibt so einen Hauch von und macht so ein bisschen müh, aber halt nicht wawawum, ne? Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, denn ich finde, dass der Look krasser sein könnte, wenn ich jetzt noch mehr Wimpern betont hätte. Aber ich halte mich jetzt einfach mal ein bisschen zurück und sage, okay, it is wie it is. Vielleicht bastle ich mir jetzt noch ein bisschen noch eine weitere Schicht drauf, ne? Aber es ist halt einfach so wohl nicht gewollt, dass man so ganz krasse Wimpern hat, wie ich das halt normalerweise mag. Also ich mag die Mascara nicht, ganz einfach. Aber wer weiß, vielleicht möchte die Marke auch einfach viel, viel mehr den Fokus auf die Lippen legen. Ich werde jetzt diese Farbe auftragen, das ist die Farbe Amiria. Ja, so schaut das einmal aus. Das ist einfach dann ein Stift. Und ich finde, bei sowas wie Lippenstiften kann man auch gerne auf Naturkosmetik zurückgreifen, weil das auch etwas ist, was du über den Tag wahrscheinlich sogar aufessen wirst. Ne? Das darf man nicht vergessen. Die Farbe gefällt mir, auch wenn die durch das Orange speziell ist, finde ich sie sehr tragbar. Also ich mag diese Farbe sehr gerne, rundet den Look auch ein Stück weit ab, ne? Also weil sie nicht zu knallig ist, aber auch nicht zu zurückhaltend und so ist dann der Fokus einfach auf den Lippen. Ich habe jetzt hier auch im Adventskalender, glaube ich, oder irgendwo hatte ich den mit drin, den Lipgloss in der Farbe Miriana, das ist dieser hier, den kann ich mir ja einfach mal so ein bisschen drüber toppen. Ist so ein schönes Braun. Aber der ist eher nicht so ganz mega auffällig. Also damit kann ich jetzt nicht meinen Lippenstift verdunkeln. Also so schaut der geswatcht aus. Das ist so ein bisschen My Lips But Better. Und wenn ich mir den auf die Lippen gebe, habe ich zwar so ein glossy Finish, aber jetzt nicht unbedingt dadurch eine bräunlichere Lippe, ne? Naja, also ich bin jetzt fertig hier mit meinem Fullface Adventskalender. Was soll ich euch sagen? Manche Produkte sollte man nicht nach seinem Äußeren beurteilen. Das heißt, wenn man dann ein festes Produkt da hat, was man aber eigentlich eher als Liquid, wie zum Beispiel das Lippenöl, identifiziert hätte, legt es auf die Heizung und guckt, was passiert, dann kann es ein ganz gutes Produkt sein. Der Lidschattenstift ist nichts für mich und auch die Mascara, die mag ich gar nicht. Ansonsten werden die Produkte bei mir bleiben und auch gerne weiter verwendet werden. Ich glaube, die Foundation wird eine ganz schöne Sache so im Sommer, im Frühling sein, wenn man eh nicht so super, super viel tragen möchte. Ich finde auch, dass die Base-Produkte echt klasse sind und sehr schön und harmonisch miteinander sind. Ich habe jetzt nicht super definiert Blush, Bronzer, Highlighter und man sieht es nicht so doll, aber ich finde, dass mein Gesicht frisch und gesund aussieht und das haben die Base-Produkte ganz gut hinbekommen. Also ich fühle mich wohl, das kann man sagen, bis auf die Wimpern, die würde ich jetzt, wenn ich jetzt noch weitere Videos drehen würde oder ne, noch ein bisschen mehr betonen, aber ja, so für den Alltag ist es jetzt für mich vollkommen in Ordnung, da komme ich mit klar. Ja, habt ihr schon mal was von Nui ausprobiert oder habt ihr sogar den Adventskalender und die Produkte auch schon so ein bisschen angetestet? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Was war das für ein Wort? Ich kann euch auf jeden Fall einige Produkte empfehlen, die ihr auch hier gesehen habt. Und ja, wenn ihr möchtet, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch die Links dazu reingesetzt. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.